Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Sculpting. Der gute Kent Rommel hat dieses wunderschöne Porträt von Simon gebaut in Blender, komplett in Blender. Und spätestens hier fangen wir an, Probleme mit unserem Box-Modeling zu bekommen, denn diese Hautoberflächen zu sculpten funktioniert nur, indem wir unglaubliche Mengen an Polygonen verwenden. Das ist etwas, was wir bisher nicht gemacht haben. Um mit einer Vielzahl Polygone umgehen zu können, benötigen wir eine Sculpting-Technik. Das bedeutet, das ist dann wie eine Lehmbearbeitung. Wir haben auch ungefähr diese Tools in Blender. Wie immer, wenn wir etwas aus der Realität nachbauen möchten, wie in diesem Fall eine Moai-Statue, sollten wir vorher Referenzfotos sammeln. Diesmal hier auf Wikipedia. Das eigentliche Referenzfoto, das ich für das Sculpting jetzt verwendet habe, kann ich euch nicht zeigen, da es Copyright geschützt ist. Wie ihr Referenzfotos in den Hintergrund ladet bei Blender, verlinke ich euch nochmal hier rechts oben. Wer hier schon Probleme hat, so ein Mesh zu erstellen, sollte definitiv nicht mit diesem Tutorial beginnen, sondern eins der vorherigen Tutorials vielleicht schauen oder die komplette Reihe, die aufeinander aufbaut, bis ihr mit dem Box-Modeling so vertraut seid, dass das hier keine Schwierigkeit mehr für euch bringt. Im Grunde war es also ein Plane, die ich aufgestellt habe und dann mit Loop Cuts und Extrude und ein bisschen mit dem Proportional Editing Tool in die richtige Richtung gezogen habe. So ungefähr sieht diese Statue aus und das ist unsere Grundlage für Sculpting. Achtet darauf, dass eure Faces relativ quadratisch sind. Das ermöglicht uns, dass wir später keine besonders in die Länge gezogenen Faces haben, die dann hässlich aussehen beim Smoothing. Das lässt sich auch durch Sculpting nur schwer wieder gerade biegen. Also sollte eure Base-Struktur einmal die Form nachbilden, so gut wie möglich. Verwendet nicht zu viel Zeit darauf, aber die Grundform ist definitiv wichtig, wenn die schon mal passt. Als zweites schaut, dass ihr relativ quadratische Faces habt. Wenn ihr bereits so weit seid, habt ihr schon einen riesigen Vorteil im Vergleich dazu, mit dem Sculpting mit einer Kugel zu beginnen und daraus eine Moai zu formen. Hier habt ihr schon mal die gröbsten Umrisse. Ihr müsst jetzt bloß noch die Kanten brechen. Das können wir dann mit dem Sculpting machen. Und schon habt ihr die Grundform nahezu vollständig, wie ihr sie benötigt. Viel schärfer brauchen wir es nicht. Und jetzt gehen wir rüber zum Sculpting. Für das Sculpting wechseln wir in den Sculpting-Tab. Ihr könnt auch einfach in einem anderen Tab hier oben vom Objektmodus auf den Sculpt-Mode wechseln. Ich habe momentan keinen Modifier aktiv. Unser Base-Mesh reicht aus, um die ersten Tätigkeiten zu machen. Wenn ihr euer Referenzfoto entweder in den Hintergrund oder hier reingeladen habt, in einen anderen Viewport oder vielleicht einfach auf einen zweiten Monitor, dann können wir schon beginnen. Unser erstes Tool, was wir verwenden möchten, ist das Grab-Tool. Das ist am leichtesten zu verstehen. Mit F könnt ihr euren Radius vergrößern und verkleinern und mit der Strength könnt ihr den Einfluss pro Klick steuern. Das bedeutet, wie stark soll sich euer Tool hier auswirken. Ich empfehle immer, die Strength auf einen mittleren Wert zu machen. Als nächstes sollten wir uns über die Symmetrie Gedanken machen. Da wir ein komplett symmetrisches Objekt haben, können wir hier oben beim Schmetterling die X-Achse anwählen, um unser Tool auf beiden Seiten gleichzeitig aktiv zu haben. Ihr seht, dass der gelbe Punkt auf beiden Seiten ist. Das bedeutet, bei einer Änderung vom Mesh wird er es auf beiden Seiten machen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr mit dem Grab Brush die Form etwas verändern könnte. Wenn wir mit dem Grab Brush bereits unsere grobe Form etwas anpassen, sehen wir, dass wir hier so ziemlich scharfe Kanten haben. Die kriegen wir weg mit dem Smooth Brush. Die einfachste Variante, ihn aufzurufen, ist einfach die Shift-Taste gedrückt zu halten und dadurch wird der aktuelle Brush, wie zum Beispiel der Grab Brush, deaktiviert. Und für die Zeit, wo wir die Shift-Taste halten, können wir mit kleineren Klicks oder mit Halten unsere Kanten wieder weicher machen. Dann die Shift-Taste loslassen und gleich direkt weitermachen mit dem Grab Brush. Wir versuchen jetzt also hier das Gesicht etwas seitlich so anzupassen, dass sich eine Nase formt. Ein Zeichentablet kann einem die Arbeit ein bisschen abnehmen. Man hat etwas mehr Fingerspitzengefühl und kann mit der ganzen Geschichte etwas besser vorankommen. Nötig ist es aber nicht. Es klappt genauso gut ohne. Orientiert euch immer an eurem Referenzfoto.
ladet es euch in den Hintergrund und seht immer nach jedem größeren Schritt, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid. Mit dem Grab Brush können wir die grobe Form hervorragend vorbereiten. Arbeitet so lange, wie es geht, in der aktuellen Detailstufe. Sobald euch die Polygonanzahl nicht mehr ausreicht, könnt ihr mit einem Multi-Resolution Modifier eure einzelnen Quads nochmal unterteilen. Gerade bei so einem Modell ist es wichtig, dass wir komplett auf Quads gehen und keine Trees mit einbauen. Ein Tree bringt uns große Probleme mit einem Multi-Resolution Modifier, da ein Multi-Resolution Modifier nicht ordentlich in der Lage ist, mit Trees umzugehen. Er ist also auf Quads angewiesen und das sollten wir vorher beim Box-Modeling beachten. Achtet darauf, auch mit dem Radius zu spielen, dass ihr hier einen größeren Effekt habt. Umso größer der Radius, umso mehr Vertices werden davon beeinflusst. Gerade bei solchen scharfen Kanten vorher ein paar Klicks mit der Shift-Taste und ihr habt eure ursprüngliche Form immer weicher gezeichnet, so dass ihr mehr Spielraum habt. Wechselt immer in die Frontansicht und in die Seitenansicht, um mit einem Referenzmaterial zu vergleichen, ob ihr immer noch die richtigen Proportionen habt. Mit dem Grab Tool und dem Smooth Brush sollte es möglich sein, so eine Form in der aktuellen Detailtiefe darzustellen. Nehmt euch die Zeit dafür und versucht auch möglichst viel Detailarbeit in die aktuelle Polygonanzahl reinzubauen. Es ist wichtig, dass wir jetzt schon eine optimale Form haben, bevor wir unser Mesh nochmal unterteilen. Holt das absolute Maximum raus in der aktuellen Detailstufe, denn umso feiner ihr werdet im Mesh, umso schwieriger sind grobe Änderungen an der Geometrie. Kommen wir zum nächsten Tool, das wir verwenden, bevor wir in der Detailstufe nach oben gehen. Das ist der Draw Brush. In dem Falle könnten wir zum Beispiel mit einem ganz normalen Swipe über unsere Geometrie solche Hügel erzeugen. Wenn wir die Steuerungstaste gleichzeitig gedrückt halten, dann wird das Ganze negativ. Das bedeutet, dass wir hier etwas Material wegnehmen. Wenn wir das Ganze nochmal rückgängig machen, zeige ich euch, wofür das gut ist. Wir haben hier zwei Arme, die sind in unserem Referenzmaterial schon ein bisschen angezeichnet. Die sind ungefähr hier und gehen dann nach vorne über den Bauch. Auch unter der Brust haben wir einen kleinen Einschnitt. Und wenn wir das Ganze von der Rückseite sehen, haben wir ebenfalls hier die Arme. Das Ganze reicht ungefähr so schon völlig aus. Wichtig ist, dass wir die grobe Form treffen. Wir sind von unseren Details her am Maximum angekommen, was wir aus der aktuellen Geometrie rausholen können. Als nächstes nehmen wir einen Multi-Resolution Modifier. Das ist der einzige Modifier, der auch im Sculpting-Modus aktiv bleibt. Ein Subdivision Surface Modifier muss erst angewendet werden, bis wir weiter sculpten können. Er versucht, ein Quad in vier kleinere Quads aufzuteilen. Wenn wir jetzt einen Subdivide machen, unterteilen wir die Flächen nochmal in vier Stück. Jetzt haben wir eine etwas feinere Form, da er auch noch versucht zu glätten. Die Gesichtsflächen sind komplett flach. Aktuell haben wir hier noch verschiedene Wölbungen drin und nicht besonders viele Details. Als erstes arbeiten wir wieder mit dem Grab Brush, der jetzt mehr Einfluss haben darf. Wir ziehen unsere Stirn etwas schärfer nach unten, da wir hier eine starke Wölbung haben. Unter den Augen müssen wir einfach ein Stück nach oben, damit wir hier eine schärfere Kante haben. So. Dann ziehen wir den kompletten Bereich, der hier eingewölbt ist, nach oben. Jetzt gehen wir in die Seitenansicht, schauen, dass wir hier eine Fläche erzeugen. Wieder mit einem etwas kleineren Pinsel schieben wir wieder hier eine Kante. Die Nasenflügel können wir jetzt stärker ausarbeiten, weil wir einfach mehr Geometrie zur Verfügung haben.
schieben und ziehen das Ganze zurecht. Als nächstes kümmern wir uns um den Mund. Der ist wenig ausgeprägt, aber dennoch vorhanden, ebenfalls mit dem Grab Brush. Das Grab Tool ist eins der am besten einzusetzenden Tools im kompletten Sculpting, wenn es darum geht, Formen zu erstellen. Um hier eine schärfere Kante zu bekommen, können wir einmal mit dem Grab Brush schon mal die grobe Form vorgeben und die Vertices in die Richtung schieben, in der die Kante existieren soll. Somit haben wir eine geschärfere Gesichtskante und das Ganze können wir jetzt auch noch mit einem zweiten Werkzeug verstärken. Das hier ist der Crease Pencil. Mit dem Crease Pencil und einer gedrückten Steuerungstaste können wir Kanten verschärfen, wie in diesem Fall. Wenn wir keine Kante schärfen, sondern einen Riss vertiefen wollen, dann benutzen wir ihn ohne der Steuerungstaste. Damit können wir solche Partien noch etwas schärfer zeichnen. Wenn uns der Übergang hier noch zu viel ist, einfach etwas weiter unten ansetzen. Oder nochmal mit dem Grab Brush nachsetzen. Unser Hals muss noch weiter unter die Schulter rein, auch das können wir mit dem Grab Brush erledigen. Die Rückenmuskulatur ist angedeutet mit einem einzelnen vertieften Strich. Dazu wählen wir wieder unseren Draw Brush aus mit gehaltener Steuerungstaste und ziehen direkt nach unten. Unter den Armen können wir mit dem gehaltenen Draw Brush, der Steuerungstaste, weiter die Vertiefung unter den Armen ausarbeiten. Hier werden die Hände sein, da können wir ohne der Steuerungstaste leicht Material auftragen. Die Fläche oben ist komplett eben. Damit wir das erreichen, benutzen wir das Scrape Tool. Damit lassen sich Flächen aufgrund eines Winkels stärker anzeichnen. Wir beginnen in der Mitte, um den aktuellen Winkel dieser Fläche anzusetzen und arbeiten uns nach außen. Um unsere Arme noch etwas zu glätten, können wir die Shift-Taste benutzen. Zusätzlich lässt sich der Hals besser abzeichnen, wenn wir mit dem Crease Pencil vorher die Kanten hier verschärft haben. Mit gehaltener Steuerungstaste können wir auch das Kinn und den Unterkiefer noch ein bisschen bearbeiten. An der hinteren Kante sind noch Ohren angebracht. Die können wir mit einzelnen Lehmstreifen auftragen. Die Funktion heißt Clay Strips. Mit einem Radius ungefähr 58 Pixel können wir hier die Ohren ansetzen. Das ist der Detailgrad, den wir mit der aktuellen Topologiestärke realisieren können. Ungefähr hier in dem Stadium setzen wir den Level unseres Multi-Res 1 nach oben, indem wir nochmal auf Subdivide klicken. Am Mund haben wir jetzt bereits genug Geometrie. Hier mit einem Steuerungsklick und dem Draw Brush die Mundform nachzuzeichnen. Was bereits möglich ist, sind diese Kanten noch einmal zu verstärken, und zwar direkt hier im Halsbereich. Die sind sehr stark ausgeprägt im Original. Genau so verfahren wir auch damit. Umso besser man vorgearbeitet hat im vorherigen Level, umso weniger muss man jetzt nacharbeiten. Das kommt uns auch zugute, besonders beim Mund, wenn wir jetzt in die nächste Detailstufe gehen und bereits einen Cut in der Mitte haben, dass das Ganze möglichst glatt wird. So sieht es soweit ganz gut aus. Jetzt kümmern wir uns um die nächste Detailstufe und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Unsere Finger werden wir mit dem kleinen Draw-Tool ausarbeiten. Und die Finger bewegen sich hier rüber. Ein Finger. Zweite Finger. Und jetzt arbeiten wir mit einem etwas größeren Draw Brush.
ziehen das Ganze hier hin. Wir füllen hier bloß ein bisschen aus, um das Ganze kurz darauf wieder zu smoothen. Und benutzen das Grab-Tool, um das Ganze in die richtige Richtung zu leiten. Mit dem Mund bin ich soweit zufrieden. Ich mag die Oberfläche, die er gerade hat. Bei den Ohren können wir noch ein bisschen Details hinzufügen. Das waren jetzt mal die wichtigsten Tools, mit denen ihr einiges erreichen könnt. Wichtig ist, dass ihr so eine Figur schon mal hinbekommt oder versucht, eine andere Form nachzubauen oder nachzusculpten. Und ich bitte euch auch auf dem Discord-Server, falls ihr Probleme habt, nach Hilfe zu fragen, dann werde ich mich darum kümmern. Und solltet ihr eine Figur herstellen, dann viel Spaß beim nächsten Tutorial, denn dort geht es dann ins Retopology. Das bedeutet, wir werden diese Mesh-Struktur mit einem ganz, ganz einfachen und simplen Mesh nochmal nachbauen. Und ein Tutorial später werden wir dann die Sculpting-Informationen, also diese ganzen schönen Details, werden wir dann auf das Low-Poly-Mesh übertragen als Textur, indem wir eine Normal-Map backen.